Am 10. Tag der Dakar zeigt sich früh, dass selbst Spitzenfahrer große Probleme haben, ihr Gefährt ins Ziel zu bringen. Carlos Sainz muss sogar komplett aufgeben. Zwei der drei SMG-Buggys stehen auf der Neutralisationsstrecke. Das sind 100 Kilometer Asphaltstrecke ohne Wertung mit Problemen am Rand. Bei Stefanie Manz versagt sogar die Kupplung. Bei den Trucks sorgt MAN für eine Überraschung. Lopré, der viel Zeit im Sand verbuddelt hat, meldet sich mit seinem Tatra auf Platz 4 zurück. Die ersten 11 trennen in der Gesamtwertung keine 3 Stunden. 6 Marken sind vertreten. Am 11. Tag geht es 218 Kilometer über Schotterpisten. Für Überraschungen sorgt keiner. Vorne bleibt alles beim Alten. Peter Hansel und De Roy können ihre Plätze halten. Matthias Kahle ist als einziger Deutscher auf Rang 13 noch vertreten. Stefanie Manz muss nach durchkämpften Tagen mit vielen Problemen endgültig aufgeben. Andere Fahrer können da ein Wort mitreden. Bereits auf der 11. Etappe zeichnet sich ab, dass nicht viele Santiago de Chile erreichen. Im Schnitt sehen 40% das endgültige Ziel. Am 12. Tag heißt es erstmal ausspannen. Die Etappe für die Trucks wird zusätzlich um den Part gekürzt, der für diese vorgesehen war. Grund dafür sind unpassierbare Flüsse auf der Strecke, die über die Tage wieder vollgelaufen sind. In der Motorradklasse steht eine Marathon-Stage an. Dupré liegt in der Gesamtwertung hinter seinem Yamaha-Konkurrenten David Casteux, der wegen eines Getriebewechsels 15 Minuten Strafzeit aufgebrummt bekam. Auf der 14. Etappe ist Durchhaltevermögen angesagt. 850 Kilometer stehen an.